Willkommen, meine Freunde, zu Auditorium. Dieses Spiel gibt es schon seit bestimmt ein, zwei Jahren mindestens. Ich habe das Spiel, ich habe die Demo davon schon mal gespielt, das weiß ich noch. Und ich habe irgendwann geguckt, ach komm, hast noch ein bisschen Geld, hast irgendwie keine Ahnung, was du zu spielen hast. Guck mal da bei Steam Auditorium, ja, die Demo war ganz geil, mal holen. Und wir fangen jetzt an. Das dürfte das erste Level sein. Jo, dann kann man hier noch Vollbildschirm wegmachen, das mache ich aber nicht. Dann, hier Level, irgendwelche ganzen Dinge. Und auf jeden Fall, wir fangen erstmal an bei 1-1. Hajime Mashite, bla 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 bla. Worum geht's eigentlich? Eigentlich nur diese Dinger da zu füllen, indem wir solche, ich nenne es mal manipulierenden Dinger nehmen und diese Dinger umlenken. Und dabei erscheint diese tolle Musik. Also nicht wundern, wenn ihr nichts hört, außer mich und ein bisschen die Musik. Mehr hat dieses Spiel nicht. Nun, wenn ihr euch fragt, oh nein, das geht ja nicht, das kann man auch, von diesem Ding kann man auch den Radius erhöhen. Das ist immer ganz lustig. Wie lange dieses Spiel dauert, weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall weiß ich, dass es ziemlich gut war. So, hier müssen wir die Dinger nach unten manipulieren. Danach nach links. Da bastelt sich langsam schon was Musikalisches zusammen, ne? Nicht wundern jetzt, wenn ihr glaubt, oh, das Spiel ist doch einfach, ey, wer will sich das angucken? Das Spiel wird nachher richtig krass schwer. Kommen die ganzen Töne hinzu. Was echt toll ist. Und wenn übrigens die Dinger nicht mehr natürlich beleuchtet werden, dann passiert da nichts mehr. So, ziehen wir den Kreis nochmal ein bisschen größer. So. Ah, und? Ja, okay, dann eben so. Wird eigentlich immer die gleiche Musik, immer nur weiter verändert. Aber es hört sich richtig geil an. Und, das wird wirklich nachher sau schwer. Ups. Gut, wie macht man das im Geschicktesten? Da unten befindet sich ein Ding. Da, wir bekommen nichts zum wieder runtermachen, also müssen wir wohl damit anfangen. Wieder kommt der Ton. Hier gäbe es für das andere. Da oben auch. Aber naja. Ah, genau, und was auch gesagt ist, in diesem Spiel gibt es wirklich Millimeterarbeit. Wenn ein Ding so steht, dann kannst du nur das schaffen, wenn du das Ding so sitzt, das so, das so. Das ist wirklich ganz extrem. Und hier kommt übrigens auch das erste Mal etwas anderes zum Vorschein. Und zwar, ich glaube, das könnte man, nee, so nicht, aber dann auf jeden Fall, dass man einen Teil dieser Punkte rausnimmt. Aber irgendwie will das gerade nicht so. Oder ich könnte natürlich auch, nein. So, ich glaube, das kriegen wir hin, dass das beide trifft, oder? Können wir das hinkriegen? Nein. So, jetzt nehmen wir uns, glaube ich, mal die untere Hälfte. Lassen die nach links schießen. Den Radius können wir nicht mehr verändern. Nehmen eigentlich, würde ich sagen, die andere Hälfte nach oben, aber irgendwie will das nicht. Es ist auch schon wieder eine ganze Ecke her, seitdem ich dieses Spiel gespielt habe. Das pisst mich gerade echt an. Obwohl, ja, so scheint es ja irgendwie zu klappen.
Auch wenn ich glaube, dass das eigentlich anders geplant war. So geht's auch. Zur Not, ich weiß nicht, ob es auf Steam die Demo dafür gibt, aber ich schätze mal schon. Sonst müsst ihr erstmal so googeln und euch dann irgendwo anders die Demo holen oder spielen. Haben wir den? Jetzt müssen wir den Scheiß wieder umlenken. Und nach unten schicken. Ja, ah. Komm. Komm schon. Was ist, wenn wir es erst nach unten schicken? Direkt dann so rechts zurück? Ja, das hat gezählt. Ach, diese schöne Musik. Akt 1 completed. Jo, und dann endet es immer so. Schön, oder? Akt 2. Armee. Amethyst. Naja, auf jeden Fall wird jetzt eine neue, naja, Komponente dazugefügt, und zwar farbige Musik. Ich nenne es jetzt einfach mal farbige. So, und ach, die Musik ist so schön. Naja, in meinem Headset hört sie sich nur an, wenn ich schön viel Bass reinklatsche. Was ich sowieso immer habe. Okay, dim 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 dim. Ich würde mal sagen, wir müssen es irgendwie schaffen. Ja. Wir klatschen die wieder nach rechts und nach oben. Dann wieder runter. Dann müssen wir es nur noch in dem richtigen Winkel hinkriegen. Das zählt auch. Ach, schön. Alles klar. Und die nächste Round. Mit nur sage und schreibe drei Dingern. Würde man sagen, unten. Ich würde mal sagen, wir gehen, schicken das Ding hier. Ach. Ich glaube, jetzt muss man anfangen, glaube ich, nämlich nur einen Teil umzulenken. Beziehungsweise einen Teil machen wir gelb und einen Teil lassen wir lila. Ungefähr so. Jetzt müssen wir... ich glaube, das kann noch ein Stück nach unten, oder? Ja, das haut immer noch hin. Jetzt schicken wir die Lilanen wieder zurück und nach oben. Höher. 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 Stück runter. Stück runter. Stück runter. Millimeterarbeit. Stück runter. Oder natürlich. Ich lass mal gucken. Kann man das nicht irgendwie geschickter machen? Indem ich hier einen Teil nach unten abzweige. Dürfte das nicht auch gehen? Hm,
wird hier unten knapp. Das ist Millimeterarbeit. Außer. Ja, okay. Ich glaube, so scheint es auch zu gehen. Weil sonst würde ich den. Ja. Jetzt hätte ich den rechten wieder benutzt, um hier was hochzuholen. Aber so geht auch. Ach, schön. Okay, wir haben nur ein Fuß nach oben machen, ein Fuß nach unten, ein für rechts, ein für links. Also, ganz klar wird man sehen, dass man hier welche so schräg runterhauen muss. Hier so nach oben. Dann muss man auch noch irgendwann. Ich glaube, hier muss man. Weiß nicht, alle? Ein paar? Ich weiß auf jeden Fall. Ich lasse es auf jeden Fall erstmal probieren und da viel umlenken. Gut. Greifen wir uns mal wieder die ab. Ja, ob das jetzt hier so geschickt war, das weiß ich jetzt nicht. Nee, das war auf jeden Fall falsch. Machen wir auf jeden Fall erstmal hier einen nach unten. Das ist ja verständlich. Und ein nach rechts. Das muss auf jeden Fall da irgendwo hin. Und dann brauchen wir noch einen nach oben. Ich kann mal probieren, den nach oben hier hin zu tun. Mal wieder. Ah! Ja, okay. So sieht doch schon mal halbwegs gut aus. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Schicken wir die hier wieder runter und dann nach links. Perfekt. Jetzt fliegen sogar hier noch welche hoch. Das wollte ich zwar nicht, aber hey, so können wir es auch machen. Und jetzt greifen wir uns. Ich würde sagen, greifen wir uns da die Hälfte raus, aber. Gucken, wie das jetzt so alles schön fliegt. Naja. Eigentlich müsste man hier manche stärker ablenken. Was ist, wenn wir da, wenn wir den Kreis nicht einfach mal ein bisschen größer machen? Dumme Idee. Ein Stückchen runter, nach links, ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, jetzt setzen wir den wieder um. Jetzt Millimeterarbeit. Dass wir die dann vielleicht wieder zurückkriegen können? Dass ich die, die ich hier. Oh, Moment. Ich will alle nach unten haben. Mal vergrößern. Ich will die hier einmal im Kreis schicken. Naja, haut nicht ganz hin. Um genau zu sein, nicht wirklich. Das ist ein echt puzzeliges Knobelspiel. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? So sieht doch schon mal nett aus. Ja? Komm. Kriegen wir das genügend rumgekrümmt? Komm. Nein, jetzt überhaupt nicht mehr. Wie es hier rot wird. Ha. So kriegen wir es auf jeden Fall gefüllt. Millimeterarbeit, Leute. Millimeterarbeit ist das. Wenn man das so machen möchte, wie man es vorhat. Weil einen Idealfall gibt es ja nicht. Und schon wieder geschafft. Amethyst. Amethyst. Ja, irgendwie so. Dim, 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 dim. Und jetzt bauen wir uns die dritte Melodie zusammen. Soul Lace.
Genau, jetzt gibt's die neuen. Jetzt gibt es die neuen Dinger, die echt lustig sind, denn die sind. Denn um diese Dinger dreht sich das. Schön, oder? Oder wir. Warte, geht doch auch. Ach ja, geht auch so. Jetzt muss ich es nur noch richtig hinkriegen. Nie? Mach es vielleicht etwas kleiner. Nein, noch ein Stück größer. Okay. Nee, 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 nee. Mach es doch mal groß. Muss ich die abgreifen? Sobald die dann da rumfliegen. Gucken, wie sieht das aus? Ja, fast. So sieht das doch. Das sieht doch erstmal unglaublich geil aus. So, und jetzt möchte ich nur noch richtig hier unten umlenken. Nein, den Radius wollte ich doch nicht ändern. Aber es geht immer noch. Gut. Hier den Radius. Hier den Radius. Ist es jetzt so ratsam, wenn ich den Radius hier bis ins Unendliche ziehe? Vielleicht kann ich denen auch einfach hier sagen, die sollen rausknallen. Nö. Vielleicht mal den Radius hier verkleinern. Nope. Ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert, oder? Nee. Was ist, wenn ich den unendlich groß ziehe? Ho, 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 ho. Funktioniert sogar fast. Ne, falsche Flugbahn. Ich müsste es irgendwie schaffen, dass die nicht ganz in der Flugbahn bleiben. Ah, vielleicht mache ich einfach nur, dass die da so eine. Na, Dreiviertelbewegung könnte man, nenne ich es mal, dass die da fliegen, aber dann links wieder rauskommen. Passt. Haha. Geht doch.